Flop. Los, lauf! Da bricht sich Geralt ausnahmsweise auch mal nicht die Beine, obwohl es die übliche Höhe war und der stirbt. Komm schon! Ach, ich weiß auch, warum vorhin mein Quen, also ich dachte, es Quen ausgebildet hat, es war gar nicht Quen, es war Axi, weil ich auf dem Pferd saß. Mann, bin ich blöd. Gesungen, es tut mir leid. Das eine Vieh hat nicht mal was gedroppt, oder ist das halt genau? Ne, es ist genau. Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Ich wollte eigentlich looten. Anweisung auf elegantem Briefpapier. Hm. Was haben wir denn da? Der Brief ist doch nicht zufällig hier gelandet. Ich wollte den Brief lesen. Brett. Ach so, das war der Beweis. Ah. Deswegen hat er geupdatet. Ich verstehe. Ne. Halt den Schatz schon. Was war hier der Schatz? Schnaps? Wein. Ich bin eher Schnapstrinker als Weintrinker. Wein ist widerlich. Wein und Sekt. Vorsicht, großer weißer Schrecken. Gefahrenzone nicht weitergehen. Kompensation für Schäden an Leib, Leben und Besitz bei Graf Bord. Großer weißer Schrecken heißt es im Auftrag. Könnte dieselbe Bestie wie in den Warnungen sein. Ich erinnere mich nicht mal annähernd, worum es da gehen könnte. Wahrscheinlich eine Dürrequest. Nee, halt, so. Schriftrollen hier. Anweisung auf elegantem Briefpapier. Wenn du mich diesmal enttäuscht, ziehe ich dir deine fleckige Haut ab. Hol morgen die nächste Lieferung Setzlinge aus dem Gewächshaus in Tesham Mutten ab. Wir müssen einen weiteren Bereich von Coronata infizieren, aber verspät dich nicht, denn der Trupp von Weingut auf der anderen Seite des Flusses hat den Schlüssel. V. Ach, das ist die Wolfsmaske. Okay. Interessant. Diese Notiz und mein Fund von... Moment. Ich wollte mal jetzt kurz was ausprobieren. Kann ich nicht, okay. Irgendein Dritter macht Ärger auf den Weingütern. Ein Dritter? Ach so. Ich muss den Ort finden, von dem im Brief die Rede ist. Hab ich gerade eine Quest bekommen? Ich wette, ich finde etwas höchst Interessantes hinter der Tür, zu der dieser Schlüssel passt. Okay. Deus in Machina. Ich habe nämlich Deus ex Machina gelernt. Ne, Moment, falsche Quest. Kann ich den erstmal zu Ende helfen? Hätte ich vorher wissen müssen? Konnte ich aber auch nicht wissen. Ja, was heißt Deus in Machina? Was heißt Deus ex Machina? Wird das ja glücklich ausgesprochen wie SCH? Deus ex, Deus in. Deus in, Deus ex. Das Lager ist verlassen, aber die Zerstörungen sind noch frisch. Ich bin wohl knapp zu spät gekommen. Sollte mich dennoch umsehen. Ja, welche Quest war das jetzt, ist die Frage. Wenn das die Deus in Machina wäre, dann will ich es eh noch nicht machen. Da war eine Höhle. Personen. Oh, schön. Verdammt! Oh. Ich hab die Sehne gehört. Und da dachte ich schon, scheiße, der wird mich. Was ist denn hier los? Alle gemeinsam, zu mir! Hilfe! Herr! Hoffentlich bitte. Eine Maid in Nöten. Eine Maid in Nöten. Komisch. Was ist denn für ein Babo?
Schwert. Vielen Dank, nobler Ritter. Ich war in nördlicher Richtung auf Kräutersuche für einen neuen Wein, als plötzlich... Beruhige dich, es ist vorbei. Die Banditen haben mich entführt. In der Hoffnung auf ein Lösegeld. Da bin ich mir sicher. Aber so wie es Meister Liam geht, hätte er sie niemals bezahlen. Jetzt ist die Frage, hat er kein Geld mehr, um seine Leute zu bezahlen? Oder hat er sich einfach nur... Aber ich bin frei und in Sicherheit. Dank dir. Falls du auf der Suche nach Kräutern sein solltest, habe ich ein Lager auf Coronata. Kommst du mit mir? Ich muss mich noch ein wenig umsehen. Aber wenn ich in der Gegend bin, schaue ich vorbei. Okay. Ich warte auf dich. Hier ist auch einer von dem. Ah, Meister Liam geht's auch schlecht. Ah, jetzt habe ich's endlich mal kapiert. Natürlich, also beiden ist zu helfen. Beide sind arm dran. Beide sollten nicht so verfeindet sein, wie sie sind. So, ich habe keinen Brief bekommen, ne? Ist das hier? Fuchsfell. Okay. Verschmutzter Brief. Ich fasse mich kurz und komme gleich zum Punkt. Schlappt dir Liams Kräuterkunde und verhindere, dass er diesen neuen Wein fertigstellt. Lass das Mädchen in Ruhe, bis ich weitere Anweisungen schicke. Vermasse das bloß nicht, du Schwachkopf. V. Victor? Nee, es muss ja Französisch sein. Vermont? Hier könnte man echt ein gutes Banditenlager reinbauen. Also jetzt Witcher-mäßig gesprochen, was das Spiel angeht. So ein paar Leitern, jetzt mal ganz ehrlich. Das wird doch für das Spiel total passen. Ne, hier kam ich her, okay. Ich habe nur wieder auf der einen Seite die Blumen übersehen, die auf der anderen Seite total... Geralt denkt übrigens noch, er hat ein Schwert in der Hand. Vincent ist nicht so der Franzosenname. Vincent. Ich habe jetzt an Vincente gedacht, da ist mir eingefallen, Italiener sind keine Franzosen. Der Bayer ist auch kein, der Franzose ist auch kein Niederländer. Sicherlich klar. Ja gut, was ist da oben eigentlich? Ich gucke gerade drauf zu. Das ist die Brücke. Oder das hier. Tippe auf die Festung. Nochmal zur Brücke. Brücke, Banditen. So, wenn wir schon mal. Bitte, Patte. Hässlicher Bastard. Oh, bitte. Rolle. Oh Gott! Ich jetzt dann nicht fern können, ich weiß schon gar nicht. Roller habe ich jetzt auch schon lange nicht gesehen. Ach, meine Zwillen. Brief an Cosmos Cyril.
Bruder, genug des Zögerns, des Ärgerns, der Schuldgefühle. Liam de Coronata zahlt dir so gut wie nichts und du hast eine Familie zu ernähren. Also tu, was ich dir sage. Blade einen Wagen mit Fässern dieses neuen Gewürzweins und verlasse nachts leise das Weingut. Wenn du dich mit dem Wagen nach Nordwesten und sobald du den Fluss überquert hast, wirst du dort von Männern erwartet. Gib ihnen die Fässer, sie müssen diesen Wein wirklich unbedingt wollen, denn der Vorschuss ist ein wunderbarer, schwerer Beutel. Aber sei vorsichtig, denn im Blessuretal sind zwei abscheuliche Felstrolle auf der Jagd. Du fragst dich sicherlich, wie die Trolle dorthin geraten sind. Sie wurden importiert für das Turnier, damit die Ritter zum Vergnügen der Menge gegen sie kämpfen. Aber sie sind dem Transport entkommen und ziehen nun mordend durchs Land. PS, versteck den Anteil des Vorschusses, den ich hier geschickt habe, denn wenn jemand das Geld bei dir findet, werden Fragen gestellt und unser schönes Geschäft endet schneller, als es begonnen hat. PPS, mein persönlicher Rat, vergrab es in einem Misthaufen, dort wird keiner sehen. Geht. Aber richtig, Geld stinkt nicht. Jetzt muss ich den Misthaufen suchen. Der ist wahrscheinlich irgendwo am Turniergelände, ne? Ist hier das Turniergelände? Ich erinnere mich nicht mehr. Aber ich muss eh zum Portpunkt, dann müssen wir halt jetzt ein bisschen weiter reiten. Mal schon los. Mach ich mal nebenbei. 4:25 Uhr. Was, so lange ist schon wieder? Eine Stunde, anderthalb Stunden haben wir noch. Erstmal. Dann kommt wieder das übliche Versprechen, dass ich nicht halten kann, dass ich vielleicht noch mal eine Runde länger aufnehme. Nachdem ich eine Pause eingelegt habe. Liegen Pilze? Blut? Boah. Der helle Sand hat aber ganz schön geleuchtet in den Augen. Aber hier ist gar kein Fragezeichen. Oh, und auf einmal ist es doch da. Vorwärts, Hanse! Gemeinsam! Hanse? Ich dachte, dass der Magier ist. Ich habe wieder meine Rüstung besitzt. Ich habe 9-11 Schaden gemacht. Lange nicht mehr. Kommen sie wieder öfters vor. Wahrscheinlich, also ich habe ja auch erst Blood and Wine nach Hearts of Stone installiert. Kann natürlich sein, dass sie uns das Feature dadurch auch jetzt weggenommen haben, was ich jetzt im Nachhinein wieder geskillt habe. Nicht mehr so viele. Sage ich jetzt noch und am Ende fehlen sie dann wieder, das wissen wir doch. Unvollendeter Bericht. Philibert, wie du befohlen hast, sind wir zu Konrad Waits, Expedition gestoßen. Waits ist wirklich ein erzdämlicher Lackel. Er wollte alleine von Caravista bis nach Lan Exeter gelangen und unterwegs noch nicht einmal Handel treiben. Er hat mit irgendwem gewettet, dass er es in 80 Tagen bis ans Ziel schafft. Konrad Waite. Jules Verne war der Reise zum Mittelpunkt der Erde, ne? Das war nicht in 80 Tagen um die Welt. Den Wagen hatte er gerammelt voll mit Vorräten und am Kutschbock hing ein dicker Koffer voll mit nilfgaardischen Flora. Wir zechten die ganze Nacht auf seine Kosten in der Fasanerie. Ich habe immer noch Sodbrennen ist was Gemeines. Er hatte keinen Moment gezögert, uns bei seiner Expedition mitmachen zu lassen. Und unser Vorschlag, vor der Stadt ein Lager aufzuschlagen, hat ihn nicht im geringsten misstrauisch gemacht. Fast hätten wir unsere Arbeit erledigt, ohne uns auch nur die Hände schmutzig zu machen. Aber leider hat Zuezahn den Hammer nicht fest genug geschwungen, um in den Schädel richtig einzuschlagen. Der Idiot, wie wohl besoffen, schrie und tobte und die Pferde gingen durch. Zwei im Überfluss waren sie auch noch eingespannt und zogen den Wagen schnurstracks in den See. Wir wollten so schnell wie möglich von hier verschwinden, weil es hier von Rittern und Herzogswachmännern wimmelt, aber es ist wie verhext. Nun steckt auch noch unser Wagen im Schlamm fest. Ein großer Tintenklecks macht den Rest des Berichts unleserlich. Im Wasser. Nach den 8 Tagen um die Welt. Habe ich 80 gelesen und da stand 8 drin, oder habe ich... Stand da wirklich 80 drin? Also nicht. Schlechte Idee. Ich habe mitbekommen, dass ich ihre Honigs abgeschlachtet habe. Gucken, was so ein dicker Koffer voll Florent ist, der einmal reicht, um den ganzen Kontinent zu bereisen.
falsche Waffe. Drücke mal 2.